Ahoi Freunde und was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas. Und ja, ich war jetzt ein paar Tage nicht online, weil nicht unbedingt, weil ich keine Lust mehr hatte nach der letzten Folge, sondern eher, weil ich keine Zeit hatte durch Arbeit und tralala. Außerdem müssen noch ein paar andere Let's Plays aufgenommen werden. Es soll ja nicht eintönig werden auf diesem Kanal. Und ja, ich weiß nicht, ob Crazy Addy schon zwischendurch ein bisschen weitergespielt hat, was sich verändert hat, ob wir geradet wurden und so. Aber all das werden wir jetzt gleich in ein paar Sekunden sehen. Also Leute, bleibt dran. Okay, wir sind in-game. Alles scheint noch so weit normal zu sein. Also es wurde nichts zerstört. Crazy Addy war offenbar auch nicht mehr online seit der letzten Folge. Er ist immer noch auf Level 30. Na gut, war halt ein großer Frustmoment für uns alle. Ja, von daher kann ich es ganz gut nachvollziehen. Aber wir schauen mal, ob hier draußen irgendwas passiert ist. Vielleicht... Nee, er sieht... Oder? Ja, der Bär lebt zumindest noch. Ein gutes Zeichen. So, wir können mal reingucken. Wir haben Level Up bekommen. Der Bär hat scheinbar auch Level Ups bekommen. Steht er hier mit seinem fetten Arsch hier voll im Weg. So, packen wir dich mal hier und schauen wir mal. Wir gehen wieder auf hier. Der ist halt einfach zu low, um den jetzt auf irgendwas anderes zu skillen. So, Essen ist alles verdorben. Er isst scheinbar nicht genug. Ja gut, ich gehe mal schnell los und hole den prophylaktisch hier ein paar Erdbeeren. Ich weiß gar nicht mehr, frisst der... Groß Fleisch oder eher Gemüse? Ich denke mal eher Gemüse, da man mit dem, also mit dem Zeug, den man auch zähmt. Nur, dass der hier uns jetzt nicht vom Fleisch fällt. So, ja, was habe ich in dieser Folge vor? Ja, ich hatte eigentlich vor, hier mal die Base ein bisschen zu erweitern. Ja, und das Problem ist halt, das ist extrem viel Farmarbeit. Und ja, das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust zu farmen. Deswegen gucken... Was? Unser anderes Schiff ist auch zerstört. Ist das zerstört worden, oder? Ich muss mal gucken. Destroyed. Okay, es steht kein Name dabei. Ja doch, wir wurden zerstört. Ja gut, das No-Name-Schooner, das waren ja wir selbst, oder der Bug, beziehungsweise. Aber unser anderes Schiff ist leider auch zerstört worden. Also wir hängen hier erstmal auf dieser Insel fest. Wir wissen auch nicht, wer der... kann das sein, dass hier einiges geklärt wurde auf der Insel? Da oben ist die Plattform weg. Ich weiß nicht, ob das nach einer gewissen Zeit von... gut, aber wir haben es nicht zu lange unbenutzt gelassen. Deswegen, also ich guck mal hier hinten, ob da diese kleine Base noch steht, diese verlassene. Ah, ja, die steht. Oh Mann, ey, ist alles komisch hier in dieser Folge gerade. Die Leute sind online. 13 Stück. Okay. Ja gut, also in der nächsten Folge könnt ihr drauf wetten, dass wir hier die Base weiter ausbauen. In der Zwischenzeit würde ich vielleicht mal Ausschau halten nach einem krasseren Bären, den wir zähmen könnten. Das wäre schon mal eine Maßnahme. So Leute, ich habe einiges vorbereitet. Wir müssen auf eine längere Tour auf der Insel gehen, denn ja, in der Nähe hier von meiner Base habe ich leider keinen guten Bär gefunden. Ein Level 9, aber der bringt es halt nicht wirklich. Deswegen habe ich gesagt, so komm... Wir gehen mal auf Erkundungstour. Da können wir auch vielleicht ein bisschen den Bären weiter leveln, indem wir einfach mal irgendwas töten, was uns gerade so im Weg kommt. Und ja. Das ist er, glaube ich, oder? Ist das ein anderer? Ich guck mal ganz kurz. Ne, das ist der Level 9er. Ja, den machen wir mal ganz schnell platt. Wenn er jetzt gerade schon hier ist. Ja, ihr seht. Ein paar Bissen und der ist easy down. Der macht nur 14 Schaden, also der hat jetzt nicht wirklich uns was gebracht. So, ja, dann gehen wir jetzt auf Bärensuche. Kann auch sein, dadurch, dass wir den jetzt getötet haben, dass hier in nächster Zeit ein neuer spawnt, der viel krasser ist und wir einfach vergebens irgendwo anders suchen. Aber scheiß drauf, ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Zeit zu warten, bis irgendwas Interessantes spawnt. Aber wir können mal kurz in den Bären reingucken. Also ich habe mir einiges an Pfeilen
eingepackt. Bett, Foundations, wir haben Wände, wir haben eine Kiste, wir haben hier massig Bolas, Erdbeeren am Start, eine Feuerstelle, damit wir auch was brutzeln können im Notfall. Ja, also wir sind prepared fürs Erste, würde ich behaupten. Oh Leute, seht ihr das da vorne? Das ist neu. Joe Russen Company. Okay, der hat sich jetzt ziemlich gut aufgebaut. Es brennt auch noch ein Lagerfeuer. Also es könnte wirklich sein, dass der hier gerade noch online ist. Ja, anhand der Größe vom Gebäude und so würde ich jetzt behaupten, dass die vielleicht hier mehrere Leute sind, weil die können nicht allzu lange hier sein. Wir haben jetzt einen Low-Level-Bär, den wir eigentlich für andere Zwecke als zum Kampf haben. Deswegen würde ich mal hier das PvP, also dem PvP aus dem Weg gehen. Einfach mal gucken, dass wir vielleicht auf der anderen Seite hier von der Insel weitersuchen nach Bären. Ist ja hier noch mehr Platz. Also wir müssen ja jetzt nicht unbedingt denen in die Arme laufen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ah, okay, Leute, wir haben einen Bär direkt vor der Nase. Ein Level 11er, ja, ist jetzt nicht so geil. Oh. Falsche Taste, den können wir aber mal töten hier. Der ist nicht relevant für uns. Oh, da vorne fängt eine Base an. Vielleicht dann auch nicht gerade der beste Platz, um jetzt hier weiterzulaufen. Ich glaube, das sind die Leute von Eat Fresh, aber ja. Ich will ja keinen Stress momentan und ich habe auch keinen Bock, jetzt hier alleine mit denen irgendwie zu reden. Deswegen machen wir da einfach mal einen Bogen drum. Das müsste eigentlich der Berg sein. Ja, könnte ganz gut sein. Ich weiß es zwar nicht, aber ich will es auch nicht wissen momentan. Da ist eine Kobra. Und ja, ich habe festgestellt. Wow! Oh, der mich erschreckt, der Pisser! Wer? Wer? Bär! Hallo Bär! Injured? Hallo? Und keine Pfeile! Und keine Pfeile und keine Pfeile! Bär, mach was! Und bitte schnell! Genau, jetzt die Kobra hinterher! Alter Vater! Habe ich mich jetzt erschreckt. Ich wollte es gerade anmerken. Je mehr wir landeinwärts noch gehen, desto mehr Löwen und anderen Scheiß ist hier im Weg. Also wir sind jetzt, wenn jetzt ein anderer Spieler kommt und der seine Chance wird, dann ist ein richtiger Arsch. Okay, also wir müssen jetzt hier mal einen Moment warten. Wir sind, wie gesagt, injured. Wir können leider nichts tun. Das bisschen Essen, was wir haben, bringt mir jetzt auch nicht viel. So, das Einzige, was wir machen könnten, ist hier den Bären aufpowern und mal gucken. Attack your target. Ja, müssen wir ja eigentlich. Boah, aber habe ich mich jetzt erschreckt. Diese scheiß Löwen, wenn die einen abmounten, hat eigentlich im Prinzip nicht wirklich eine Chance. Also da sieht man auch wieder in Sachen Health Points. Ich habe zwar schon ziemlich viel drauf geskillt und andere Sachen dafür ein bisschen vernachlässigt, aber es reicht trotzdem nicht. Also sobald hier ein paar Stück kommen, mal ein echtes Problem. So, mal gucken, was hier genau. Du hast doch hier einiges an Zeug gesammelt, was ich essen kann. Dann baller ich mir hier mal ein bisschen was an Nahrung rein. Vielleicht hilft's ja. Wir sehen uns wieder, wenn wir halbwegs wieder Leben am Start haben, würde ich sagen. Oder wenn irgendwas passiert und wir sterben. Shit, da unten ist noch ein Löwe. Ich muss hier weg. Okay, das soll der Bär machen. Denn hier, wenn der mich jetzt abmountet, ich wäre eigentlich instant tot gewesen. Ja, ich habe gesagt, wir sehen uns wieder, wenn meine Leben wieder voll sind. Aber ja, ich hatte keine Geduld und musste ein paar Meter weiterlaufen und sehe direkt diesen Löwen. Ah, Mann, ey.
Warum ist das hier gerade so scheiße? Ich will doch nur einen einfachen Bären zum Zähmen haben, der ein gutes Level hat. Kann das denn so schwer sein? Ah, da vorne ist noch eine Base, sehe ich gerade. Ah, das ist dieser Joe Russian. Okay, oder hat hier mehrere Bases? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir die erste gesehen haben, deswegen bringt es auch nichts, jetzt auf die Karte zu gucken. Aber der, wenn der es wirklich ist, der baut sich hier schon ziemlich krass auf, was auch ein bisschen bedenklich ist. Ich weiß nicht, wie der drauf ist, ob der jetzt auf Stress aus ist oder ob der hier einfach nur irgendwie sich aufbauen will, keine Ahnung. So, aber mir fällt gerade auf, wir sollten uns doch mal ein paar Pfeile wieder einpacken. Sonst ist das mit der Verteidigung im Notfall ja, ein bisschen kritisch. So, ja, gut. Bären. Irgendwie haben wir kein Glück heute mit Bären, habe ich das Gefühl. Ne, meine Freunde, es sieht tatsächlich schlecht aus für diese Folge hier einen Bär zu finden. Ich weiß es auch nicht, ob Sinn macht, jetzt hier weiterzumachen, groß, oder ja, ob ich die Folge einfach beenden soll. Das ist, glaube ich, ein bisschen eng für den Bär. Ja, sagt ihr es mir, was soll ich tun? Ja, haha, wird so schnell gehen, wäre es ganz cool, aber nein, ihr könnt es mir leider nicht sagen. So, aber ich gucke nochmal. Ah, oh, jetzt diese scheiß Dinger, dieses scheiß Schild hier. Ja, ich gucke hier nochmal um die Ecke, ob da vielleicht auf diese kleinen Sandbank, die wir hier vorne haben. Oh, das ist ein Schiff. Oder? War das ein Fehler in der Grafik? Ich weiß es nicht. Na ja, gut, auch egal. Was ist das hier? Warum baut sich einer einen Stuhl hier hin? Oh, oh, oh. Perfekt, danke Stuhl. Level 16. Okay. Du siehst jetzt nicht ganz so scheiße aus. Dich nehmen wir einfach mal, da du jetzt auch gerade so super gut hier drinne festbackst. Okay, da hat vielleicht diese Folge doch noch ein Happy End am Ende. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich den am besten einbaue. Ja, okay, da hört es schon auf. Ja. Ich glaube, der muss hier doch wirklich raus, so wie es aussieht. Ja, dann würde ich ihn eventuell nach hier unten ziehen. Da geht's auch schon wieder nicht. Oh, ich krieg die Krise, ey. Hier ist wahrscheinlich alles dann zu hoch im Nachhinein, oder? Ne, das passt. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Reicht es hier, eine Öffnung offen zu lassen? War das das letzte Mal nur Glück oder kommt er hier trotzdem rein? Ich mache es einfach so in der Hoffnung, dass... Ja. Halt. Du solltest halt erstmal auf neutral bleiben. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich es mir vorstelle. Nicht, dass der jetzt hier gleich komplett eskaliert, wenn es abgeht. So, dann kommt hier das Taming Button. Die Box kommt hier hin. Wird auch gleich wieder gepincodet. So. Okay, wir sind eigentlich ready. So, Freunde, wir haben genug Futter jetzt am Start. Dafür sind wir am Verdursten gleich. Also entschuldigt schon mal das Gestöhne, was ihr jetzt gleich hören werdet während der Zähmung. Ja, ich kann es jetzt momentan nicht ändern. Tut mir leid. So, wir reißen dann mal hier diesen Baum ein. Oh. Eventuell. Ne, das sagt immer noch. Okay, ich traue mich jetzt gar nicht dahin. Oh, scheiße, ey. Jetzt haben wir natürlich Mist gebaut. Der Bär ist auf 180. Oder? Hat er sich... Ne, ich glaube, er hat sich wieder beruhigt.
oder? Nee, er haut mir keine rein. Ja, in der Hoffnung, dass der jetzt hier keinen auf die Fresse kriegt schon wieder. Hier, hallo, wer? Kommst du ran? Hier bin ich. Was ist mit dir los? Okay. Oh, jetzt kommt er. Ja, ist er drin? Nee, ist er nicht. Was willst denn du jetzt hier? Nein, du bist nicht gemeint. Du sollst hier eigentlich wegbleiben. Warum kommt er jetzt hier nicht rein, der Bär? Ah, nein! Scheiße! Du sollst nicht gegen meinen Bären battlen. Und bangen wir jetzt hier rum? Okay, ich muss mal ganz kurz weg. Ah, das wird nichts mehr. Ich sehe es schon. Ja, okay, wir müssen den Bären töten. Das bringt jetzt leider gar nichts. Okay, jetzt haut er ab. Das könnte unsere Chance sein. So, ich steig mal ab, in der Hoffnung, dass unser Bär nicht nicht aggressiv wird. Ja, du bist jetzt einfach mal passiv. So. Verpiss dich, du scheiß Schwein. So, okay. Du darfst jetzt hier reinkommen. Das ist nicht gut. Ja, jetzt ist er drin. Und wir sind tot. Na geil. Okay. Ich hoffe, der bleibt jetzt da drin. Ne? Das wäre... Nein! Falsches Bett! Oder? Oh, Glück gehabt. So, jetzt schnell Leiche looten. Du bleibst da drin. Oh, gut. Wie, du kommst jetzt da raus? Oh, sehr gut. So, dich mache ich jetzt schnell platt hier. Du gehst mir auf den Sack sonst. Nein, jetzt ist der Bär... Warum kommt... Oh, ich krieg echt die Krise. Warum kommt dieser Scheißbär... Nicht in die Falle rein, aber dann locker wieder raus. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was bräuchte ich denn jetzt für eine neue Wand? Zu viel Wood und Fiber, was wir hier nicht haben. Ja, im Prinzip brauchen wir sogar zweimal Wood, zweimal Walls. Scheiße! Oh Mann, ey, jetzt gibt es hier in der Nähe noch nicht mal ansatzweise irgendwas, was man an Fiber farmen kann. Und der Bär ist hier. Wow, jetzt kommt er. Kommt er zu mir? Ja, der jagt mich auf die Entfernung. Was ist für ein Arschlochbär? Hier, komm her. Die Zeit im Notfall. Oder versuchen wir den einfach mal so zu zählen. Komm. Kriegen wir irgendwie hin? Nutzen wir. Wow. Ey. Dann benutzen wir irgendwie die Bowlers von. Ah, jetzt rennt er weg, ey. Alter. So, perfekt. Jetzt ziehen wir uns erstmal die Rüstung an. Das war jetzt schon ein bisschen knapp gerade. Essen was und jetzt hoffe ich, dass der mir keinen Hit gibt. Arschloch.
Okay, ja, das wird eine lustige Zähmung. So, jetzt mal ganz schnell was zu futtern geben, damit er hier die Fresse hält. Und ganz schnell die Rüstung wieder anziehen. So, ja gut, jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und ob wir das Ganze schaffen werden. Wenn es was Interessantes gibt, zeige ich es euch. Wenn nicht, hoffen wir mal, dass diese Zähmung irgendwie in Ordnung geht. Arschloch! Ja, Leute, momentan funktioniert hier irgendwie gar nichts. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Zähmung. Wir töten jetzt den Scheißbär. Der geht mir so sehr auf den Sack, gerade weil er auch nicht hier in seinem Käfig drin ist. Höchstwahrscheinlich werden wir den jetzt hier eine Zeit lang versuchen zu zähmen und im Endeffekt haut er mir irgendwann vor der Nase ab und rennt hier sonst wohin. Und ja, da habe ich echt keine Lust drauf. Ja. Wie gesagt, momentan funktioniert hier generell. Okay, lautes Auto von draußen. Ja, momentan funktioniert hier generell irgendwie nichts, habe ich so das Gefühl. Ja, deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, sollen wir auf dieser Insel bleiben oder sollen wir einfach drauf scheißen und woanders hingehen? Weil es ist ja schon auf Dauer ein bisschen frustrierend. Allein in der letzten Folge den Bug mit unserem Schiff. Ja, das war eine Situation, das hatte keiner verschuldet, das hätte keiner kommen sehen können. Und sonst was. Trotzdem wurde unser Schiff durch Bugs quer durch den halben Ozean gefühlt geschleudert. Ja. Ach, ich weiß nicht. Also bis zur nächsten Folge überlege ich es mir nochmal, ob wir jetzt hier wirklich auf dieser Insel bleiben oder ob wir uns eine neue Insel suchen sollten. Wenn in der nächsten Folge Crazy Adi wieder mit am Start ist, werde ich das natürlich mit ihm zusammen überlegen. Das werde ich jetzt nicht alleine entscheiden. Ja. Aber diese Insel hier geht mir momentan schwer auf den Sack. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. So, aber jetzt ohne groß weiter zu meckern, in diesem Sinn, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, irgendwie. War ja auch ein bisschen lustig. Für euch zumindest, für mich nicht so ganz. Ja, aber in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einfach mal einen Daumen nach oben da lassen könnt. Einen Klick auf den Abo-Button wäre natürlich richtig nice. Und schaut euch auch dieses Video an oder dieses. Könnte euch eventuell interessieren. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Das war's von mir, Gaming is Peace. Ciao.